Verletzung. Jetzt brauchen wir Ohrschützer. Ich weiß, dass hier irgendwo ein Kleiderschrank ist. Jetzt stopfen wir alle Raunen, die wir finden, in so einen Topf. Kleiderschrank da. Gib mir Ohrschützer. Ha! Jetzt brauche ich eine Alraune. Ich höre eine, ich höre eine, ich höre eine, ich höre eine. Wo bist du? Mach kaputt. Ha! Geht doch mal alle weg. Wenn euch jemand nervt, einfach eine Alraune zur Hand nehmen. Die können zwar nicht besonders schnell laufen, die Charaktere mit einer Alraune, aber hey. Vielleicht kriegen wir ein Hauswappen. Ja, chill deine Base-Alraune. So, jetzt brauchen wir nur noch eins. Hufflepuff, Junge. Das war bestimmt doch so ein Statist. 653, 89 oder so. Und zack. Ich habe euch alle gerettet. Kriegen wir denn diesen Ravenclaw-Schüler da runter? Ich meine, ich kann ihn einfach runterzaubern, aber kriegen wir den Ravenclaw-Schüler da wieder runter? Egal. Ach, das ist der Verrückte mit der Kamera. Ich habe gerade seinen Namen spontan vergessen. Und ja, man kann Namen spontan vergessen. Das ist, bin ich sehr gut drin. Also wenn ich hier nicht lang muss, muss ich hier lang. Einfach Sir Nicholas folgen. Bäh! Brauch einen Kleiderschrank. Doch auch irgendwo einen Kleiderschrank. Kleiderschrank da oben. Hallo Flitwick. Geh weg, du Blitzdings. Blitzdings. Geblitzedings. Fotograf. So. Blümchen. Freigeschaltet. Wer ist die Jordan? Er hat auf jeden Fall keine interessante Rolle. Hallo, alle Braune. Komm her. Mal auf ein Foto zu machen. Dankeschön. Ist hier was? Nein. Wie es ein bisschen da ist, hat einfach gar nicht interessiert.
Ich habe jetzt hier aber nur ein Blumendings gesehen. Was sind denn jetzt die anderen fünf? Geh weg. Stimmt da oben. Wir haben Gilroy Lockhart Unterricht. Hab ich Bock drauf. Okay, jetzt fehlt mir trotzdem ein Topf noch. Ich glaube, ich weiß, wo der ist. Kann ich, wenn ich mich jetzt nicht genau doof anstelle, wollte ich sagen. Kann ich euch helfen? So. Hannah Abbott. Wer ist Hannah Abbott? Wir haben sie freigeschaltet, aber wer ist Hannah Abbott? Bitte. Kann mir das mal bitte jemand sagen? Dieser Blick von diesem Gnom einfach so. Hat er das gerade echt getan? Ist das sein Ernst? Okay, wir müssen jetzt Immobilus zaubern. Aber erstmal ein bisschen. Zufälligerweise rumliegt in den Das ist ja ganz klar. Dieser Lehrer ist halt echt zu nichts zu gebrauchen. Ja,
alles getroffen, aber nicht das, was ich treffen wollte. Sehr schön. So, jetzt haben wir ein bisschen randaliert, ein bisschen was kaputt gemacht, die Klasse gerettet, weil der Lehrer nicht kompetent genug dafür ist. Leider kein Gemälde dabei beschädigt. Na dann schauen wir mal, was wir draußen wieder anstellen können. Und jetzt gehen wir blaue Zwerge suchen. Jetzt können wir ja diese Wichtel kaputt machen. Oh, Spinnen, ich hasse Spinnen. Nicht anfassen, Ron. Okay. Miss Norris ist versteinert. Die Kammer des Schreckens wurde geöffnet. Wir gehen erstmal ganz gechillt in den nächsten Unterricht. Kann ich das jetzt die ganze Strecke wieder machen? Ah, nein, okay. Wer weiß, wofür wir das mal brauchen. Lampe. Das ist... Ich sag doch, das ist ein Spiel. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Spaß an diesem Spiel. Das ist einfach zu gut. Kürbis gerettet. Damit. Nichts gebracht. Paket ist weg. Gildor lockert mit Erfolg. Wichtelsuche. Oh, wir gehen Quidditch spielen, so wie es aussieht.
unabhängig. Hermine nimmt sich einen Snack mit. Popcorn gibt's ja nicht. So nimmt sie einen Apfel mit. Fangen haben wir gerade nicht dabei, so wie wir ihn brauchen könnten. Draco Malfoy in Quidditch-Outfit, wartet. Können wir bitte ein Bild haben? Ach, jetzt fotografiert er nicht. Ach, so ein Penner. Steht der eigentlich immer noch da oben? Der steht immer noch da oben. Alles klar. Da ist eine Alraune, die entsorgen wir doch gleich mal kurz. Mit unseren super tollen Ohrstöpseln. Jetzt, du kannst wieder weggehen, du nervst dezent. Dieser Waffel. Klatscher. Na? Whatever. Immerhin haben jetzt alle Angst, dass Harry sie versteinert, wenn er sie nur anguckt. Dobby suchen gehen. Aber nichts geht ohne Flak. Ja. Ravenclaw haben wir und Gryffindor, das heißt, es fehlt noch Slytherin und Hufflepuff. Einer sagen, meine Teile hin verschwinden. Das gibt einen. Wir haben Dobby gefunden. Dobby hat sich einfach mal aus dem Staub gemacht. Schmeißt wieder alles runter. Hallo, wir sind noch kurz zu Besuch da. Da ist der goldene Schnatz. Das wird ihr doch gleich mal rausziehen. Zwei Sucher, die gerade mehr kaputt machen als wir im ganzen Spiel bis jetzt. Ich vermisse mal noch meine zwei anderen Flaggen. Weg, Hagrid.
Wir haben Ravenclaw-Hauswappen. Sehr schön. Jetzt habe ich den Stein so kacke hingelegt, dass er mir im Weg ist. Das ist halt auch sehr toll, wie halt keiner. Okay, wir haben Ravenclaw und Hufflepuff. Wie halt jeder so ignoriert, was wir hier treiben. Ah, da. Erstmal ein Feuerwerk. Ich mochte Dobby im zweiten Teil schon. Er ist schon putzig. Und ich meine, wenn man die Geschichte auch noch kennt, irgendwann von ihm später, dass er es bei den Malfoys gar nicht so schön hat, dann ist das auch wieder traurig. Und ich glaube, wir haben gerade einen Drachen freigelassen. Ich weiß nicht, wie gut diese Idee war, einen Drachen freizulassen. Ah, da ist schon mal. Ich hab dich. Okay, wir haben jetzt alles in den hier rausgelassen. Erstmal eine Flagge aufhängen, dann Dobby angreifen. Dieser Hauself ist verdammt schnell. Können wir das mal ganz kurz anmerken, bitte? Jetzt basteln wir eine Sprungschanze, so wie es aussieht. Ja, fast gleich runtergeflogen. Die sehen nicht sehr hilfsbereit aus. Wahrscheinlich müssen wir hier mal mit dem Slytherin her. Und dann schauen wir mal, was uns gibt. Erstmal zu der Randale. Der ist explodiert. Einmal keine Knochen mehr, bitte, zum Mitnehmen. Thank you.
machen wir Mrs. Pomfrey. Was kann sie denn? Das sieht nach Aloe aus. Ja, definitiv Aloe. Draco stirbt gerade auf 10 Tode. Stecke ich die denn jetzt rein? Ich bin gerade zu doof, um den Blumentopf zu finden, Leute. Freigelassen. Alles gut. Wir haben Dobby freigeschaltet. Kann ich die alle Raunitz bitte in diesen Topf da reinmachen? Bitte sag mir, dass das geht. Ja. Okay. So, alle Raunitz ist versorgt. Hä? Entschuldigung, Malfoy. War keine Absicht. Ich glaube, das war so. Yep. Aber wir haben einen Rollstuhl. Das löst immer noch nicht mein Spinnenproblem. Dieser Besen löst mein Spinnenproblem. Hm.
Draco denkt sich jetzt verschaut, mich. Gott damit Potter. Oh, der nächste Versteinerte. Oh nein. Ihr wisst alle, was das heißt. Das heißt, es geht im nächsten Part auf jeden Fall zum Duellieren. Wir haben Dobby freigeschaltet, Leute. Wir haben Dobby. Und wir haben Hauswappen gefunden. Zwei Stück mal wieder. Ich glaube, wir haben noch nie mehr wie zwei Hauswappen gefunden. So, ich würde dann allerdings sagen, ich mache an dieser Stelle wieder einen Cut. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.